when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Okay, willkommen zu Teil 4. Für den vierten Teil braucht ihr Eier. Also wenn ihr keine Eier habt, geht zurück zu Teil 1 und 2 und 3 und guckt die nochmal an und macht alles, was da drin vorkommt. Und ansonsten scheiß drauf. Aber Teil 4 erfordert eine ganze Menge Mut und Eier. Und das bedeutet, man muss sich auch gegen feste und festgefahrene Strukturen in der Gesellschaft zur Wehr setzen. Und das bedeutet, sei frech, aber kenne deine Grenzen. Das heißt, stopf ihnen das Maul, wenn sie irgendwas von dir wollen, zur Not auch mit Geld. Ja? Aber gehorche ihnen auf gar keinen Fall. Du gibst ihnen alles, was sie wollen, damit sie sich in Ruhe lassen, aber gehorchen tust du auf gar keinen Fall. Niemals. Zweitens, tu niemals, was sie von euch wollen. Niemals dem Folge leisten, zum Beispiel nicht euren Namen sagen, wenn sie euch dazu auffordern, nicht sagen, ich verstehe oder unterstehe ihnen, sondern einfach gar nichts sagen oder einfach nur sagen, ich bin ein natürlicher Mensch aus der Familie, so und so, und mein Vorname ist, ja, aber auch nicht, wenn sie euch auffordern, den Namen zu sagen, sondern erst, wenn ihr nicht anders könnt. Und zuerst fragt ihr nach denen ihren Namen, weil die müssen erstmal wissen, zeigen, die müssen erstmal zeigen, dass sie überhaupt Autorität über euch haben, und das haben sie eben nicht. Ja, du hast die einzige Autorität über dich selbst, immer, wo immer du bist, wann immer du bist. Gib ihnen die versalzene Suppe zurück, die sie sich selbst eingebrockt haben, und lehne jegliche Scheiße von denen ab. Das ist denen ihr Problem, die haben es erzeugt, sie müssen es auch lösen. So, zeig ihnen, dass sie dich nicht beeindrucken können. Das heißt, egal was sie machen, sie können dich nicht beeindrucken, du hörst nicht auf damit, also können sie es auch gerade lassen, weil es bringt ihnen nichts, wenn du nicht etwas veränderst an deinem Verhalten durch das, was sie dir antun, egal ob sie sich terrorisieren, quälen oder sonst irgendwas, dann nützt es ihnen nichts und dann ist es für sie Zeitverschwendung und dann hören sie auch irgendwann auf, weil sie haben auch nicht unendlich viel Geld und Zeit. So. Viertens, zeig ihnen, dass sie dich nicht beeindrucken können. Ja, niemals, ja. Kein Arschkriechen, Fehlanzeige, das bringt nichts, nichts, null. Riskiere, was du kannst, aber riskiere eben nicht alles. Ihr müsst nicht euer Leben riskieren, sondern ihr riskiert einfach nur, dass ihr euren guten Ruf verliert, weil der Ruf ist sowieso nur ein Unterdrückungsmittel des Faschismus, des modernen Faschismus, und deswegen ist es auch sowieso von Anfang an sinnlos, einen guten Ruf zu bewahren, denn wenn man einen guten Ruf hat, hat das auch keinen Vorteil, außer dass man alles macht, was die euch sagen, und das bedeutet, dass ihr im Prinzip genauso schlimm seid wie die selbst. Also ihr seid im Prinzip auch Faschisten, wenn ihr dieser Gesellschaft Folge leistet. Sechstens, ziviler Ungehorsam, das heißt, ihr braucht nicht zu tun, was sie von euch wollen. Kreidet ihnen an, was ihr denkt. Zeigt es, zeigt ihnen, was ihr von ihnen haltet. Ihr dürft es sagen, ihr dürft es aussprechen, ihr dürft es aufschreiben, ihr dürft es überall kenntlich machen, ihr dürft alles zuplakatieren. Ja? Und wenn sie Geld von euch wollen, dann gebt ihnen halt das Scheißgeld. Das bringt ihnen aber nichts, weil trotzdem einige Menschen vielleicht irgendwas verstanden haben. Und solange auch nur einer sich mental befreit, reicht das schon. Ihr könnt ihnen irgendwelche Faxe schicken mit diversen Möglichkeiten. Ich gebe euch dazu auch noch ein paar Links, damit ihr Möglichkeiten seht. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, ihnen zu zeigen, dass das, was jetzt läuft, so nicht mehr weiterläuft. Denn das ist nur Unterdrückung und Faschismus und neuer Rassismus getarnt als neue nationale Bewegung, die aber nichts anderes ist als eine Verarsche, die wiederum von den Amerikanern initiiert wird. Wenn du kannst, hol es dir. Das heißt, alles, was du brauchst, hol es dir, wenn du es irgendwie kannst, ohne jemanden damit wirklich zu schaden.
dann besorg dir das, was du brauchst. Du brauchst nicht unbedingt Geld dafür auszugeben, aber besorg dir alles, was geht. Oder wenn du an Geld kommen kannst, komm zu Geld. Aber eben nicht unfair, sondern auf die richtige Art und Weise. Es ist nicht verwerflich, Geld zu haben, es ist verwerflich, es falsch einzusetzen. Und unter Zwang, spiel einfach mit, mach alles, was sie von dir wollen, aber und akzeptiere einfach, dass du unter Zwang bist, wenn sie dich irgendwo festhalten oder so. Also wehre dich nicht, denn sonst machen sie ja, das wollen sie ja gerade von dir in dem Moment, weil dann können, haben sie ja eine Ausrede, um dich, dir zu schaden. Und wenn sie dir schaden können, dann hast du verloren. Also wehre dich nicht, sondern spiel einfach mit. Tu so, als ob sie gewonnen hätten. Gib ihnen ihre oberflächliche Befriedigung, dass sie ja so toll sind und so mächtig und so ach, über alles erhaben. Ja? Und dann kannst du immer noch deine Integrität innerlich behalten. Und zwar bis zu dem Punkt, an dem du deine Freiheit, wo auch immer, wann auch immer, ausleben kannst. Und wenn das nach deinem Tod ist. Hi. Na? Wie geht's? Paulchen und Pauline. Ihr habt ja süße kleine Kinder. Geht nicht auf die Straße, das ist nicht so toll. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn ihr hier weitergeht. Geht lieber wieder zurück. Voll süß. Haben die euch aus dem Nest vertrieben? Geht wieder zurück. Geht weg von der Straße. Komm, geht wieder zurück. Komm, geht wieder zurück. Geht wieder zurück.
Also das Ding ist, wenn ihr das System brechen wollt, dann müsst ihr natürlich auch gesellschaftliche Strukturen durchbrechen. Ihr müsst die Leute dazu bringen, dass sie halt wirklich mal dreimal nachdenken. Und ja, ihr müsst halt auch provozieren, weil sonst habt ihr überhaupt gar keine Schnitte. Es funktioniert nicht. Es funktioniert alles nicht, wenn die Menschen nicht aufgerüttelt werden, weil sie nämlich nur sonst dämlich jeden Tag weiter ihren normalen Trott gehen und nichts anderes machen. Ja, immer das Gleiche, immer wieder, jeden Tag. Und ja, in ihrer Blödheit gehen sie halt dann irgendwann unter. Und wenn ihr nicht mit untergehen wollt, dann empfehle ich euch halt nur, tut was, und zwar das Richtige. Und lasst euch von niemandem, von keiner schlechten Laune, von keiner negativen Neigung von irgendjemandem irgendwie beeinflussen, sondern seid einfach frei in dem, was ihr tut, und lasst euch von niemandem unterkriegen. Selbst wenn ihr in den Knast geht, ist es nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist gar nichts schlimm. Das Einzige, was wirklich schlimm ist, ist, wenn man einfach nur alles mitmacht, ohne auch nur einmal wenigstens gesagt zu haben, was man davon hält. You are.